Gegen mehr als 30 Polizisten und auch 4 Mitarbeiter aus dem Staatsschutz wird mittlerweile wegen rechtsextremistischer Einstellungen ermittelt. Die Opposition kritisierte heute im Landtag NRW in Düsseldorf den Innenminister, vorher nichts getan zu haben. Reul platzte dabei der Kragen. Die Vorwürfe, ich hätte nichts getan, kotzen mich langsam an, entschuldigen Sie das mal. Dann habe ich Extremismusbeauftragte ernannt, die kannten Sie ja früher auch nicht. Polizeibeauftragten eingeführt, den kannten Sie ja vorher auch noch nicht. Also, dass wir nichts getan haben, finde ich nicht fair. Dass wir vielleicht nicht genug getan haben oder nicht das Richtige, darüber kann man streiten. Das ist Demokratie. Reul kündigte an, weiter gegen Rechte in der Polizei vorzugehen.